Mal wieder Bock auf ein Battleship, allerdings bräuchten wir dafür natürlich einen Aufnahmepartner. Fällt mir aktuell gar keiner ein. Obwohl, auf YouTube wären wir mit Sicherheit fündig. Aktuell ist dieses Beef-Thema halt einfach zu frisch. Die Frage ist halt, wo kommt dieses Beef in der FIFA-Szene eigentlich her? Wer hat damit angefangen? Geschweige denn, durch wen wurde das populär? Beef. Okay, der hat mit dem auf jeden Fall, der mit dem. Hier war auch immer was los. Aber wer hat damit eigentlich richtig angefangen? So kommen wir nicht weiter. Natürlich der komplette Schuss in den Ofen. Wir sind genauso weit wie vorher. Mann, das kann doch nicht so schwer sein. Kümmern wir uns erstmal um die wichtigen Dinge. Oh, lecker. So, das Wichtigste haben wir erledigt. Jetzt fehlt nur noch der... Moment mal. Wenn wir den über den gehen und den nach da... Und hier den Fluxkompensator. Wir haben's! Du Bese! Danke. Somit haben wir doch noch eine Aufnahme. Hallo again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr mir eingeschaltet habt. Keller neues Battleship Wegerröntchen. Mit einem Gegner, wo noch keiner mit gerechnet hat, Freunde. Oh. Ja, meine Freunde, aktuell ist das Beef-Thema ja richtig im Flow. Und ich denke mir, weißt du was? Das greifen wir auf. Wo kommt das Ganze überhaupt her? Im FIFA-Bereich gerade etc. pp. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie ihr im Intro bereits gesehen habt. Und ich habe jemanden gefunden, womit keine Sau von euch rechnen wird. Weil es vielleicht einem keiner zutraut. Einer sich sagt, nein, mit dem mache ich sowieso nichts. Freunde, ich weiß, dass ihr dieses Duell safe sehen wollt. Also bekommt ihr das von mir. Wir haben uns ausgesprochen. Aber ich denke, den Rest kann der junge Mann hier an der Stelle erstmal selber sagen. Ja, herzlich willkommen. Zum allerersten Mal auf diesem Kanal, Wakes. Jo, was geht ab, Leute? Der ein oder andere denkt bestimmt, ich habe mich verlaufen. Dachte ich mir gerade auch, wo ich jetzt hier gerade im Intro sitze. Ja, wir haben uns ausgesprochen, wie der Steini schon gesagt hat. Und jetzt kommt das Duell Steini vs. Wakes in FIFA 19 wirklich noch zustande. In dem Format, was absolut sinnig dafür ist, Battleship Wager. Ja, in dem Format, wo jeder Spieler macht, was er will, nur nicht das, was du drückst. Kurze Ergänzung, Freunde, nochmal. Viele wissen ja, dass in der Vergangenheit und so viele stellen sich jetzt Fragen, was ist da los? Ich habe mir einfach gedacht, Freunde, wir sind nicht im Kindergarten. Ja, nach dem Sweater-Interview hatte sich Tim bei mir gemeldet gehabt, zwecks dieser Gamescom-Geschichte damals, ja, etc. pp. Kindergarten im Nachhinein. Wir haben uns normal ausgesprochen, wir werden jetzt nicht uns auf den Geburtstag Lamborghinis schenken, ja, das habe ich ihm auch schon gesagt so. Aber man kann easy miteinander aufnehmen, Freunde, ja, weil man einfach erwachsen ist und... möchtest du noch irgendwas sagen hier, oder? Nee, ich möchte, glaube ich, nichts mehr sagen. Ich will einfach jetzt nicht gleich zu verlieren, oder ich weiß nicht, was hier passieren wird, weil das auch das erste Mal ist. Ich weiß nicht, du spielst, ne? Du bist Elite-Spieler, ne, oder? Ja, sagen wir Elite 3 so, das ist eigentlich so das, was ich ja, meine. Okay, ja, ich bin auf Kampfgold 1, aber bei Battleship ist das scheißegal, da kannst du das auch Bronze sein, da geht das rein. Freunde, ihr seht beide Teams, wie gesagt, 100er Chemie ist am Start, es muss nicht jeder Spieler eine 10er Chemie haben, es reicht, wenn das Team auf 100 ist. Teams seht ihr, die packen wir jetzt auf die Bank und dann gehen wir rein in die Olga. Alle Spieler sind auf der Bank, Freunde. Tim, was spielst du? 4-2-2-2 hast du gesagt, 4-2-2-2, ne? Genau. Genau, 4-3-2. Ich spiele die 4-3-2-1, genau. Ich würde sagen, ich gebe dir die ersten vier Zahlen für deinen ZOM, beiden Stürmer und den anderen ZOM. Ja. Starten wir mit dem linken ZOM. Da packst du mal hin die Nummer 7. 7. Ja. Ja. Okay. Linker Stürmer, die 1. Linker Stürmer, die 1. Rechter Stürmer, die 12. Die 12, also der letzte. Ja. Ah, ja. Und rechter ZOM, die 8.
Ach, wo sind die 8? Okay. Egal, das ist schon krank. Das ist schon. Ja. Ich sag dir erstmal nichts, ich spoiler jetzt mal nicht. Jetzt muss ich dir deine, solche vier, nee, drei Spieler, ne? Ne, nimm linker Sturm, Sturm und rechter Sturm. Okay, dann würde ich bei dir gerne linker Sturm die 1. Dein Stürmer, nämlich die 11. Der 11. Mann. Scheiße. Ja. Das hört sich schon mal nice an. Und rechter Sturm die 7. Nehmen wir den Ronny. Nicht die 8? Nee, die 7, die 7. Die 8 wollte ich erst nehmen, aber dann habe ich die 7 noch gesehen. Nimm doch. Oh Gott, was ist das denn, ey? Ja, läuft. Gut oder Pace schlecht? Ist auf jeden Fall, Pace ist vorhanden im Sturm. Ob das jetzt Real Talk ist oder Ironie ist, das weiß ich jetzt gerade noch nicht. Ich bin eher bei Ironie. Mann, ich gebe dir deine beiden ZDMs. So, pass auf, den linken ZDM nimmst du die 10. Die 10, warte, ich nehme die 10. 7, 8, 9, 10. Was ist das, der rechte oder linke? Der linke. Okay. Und rechts packst du die 2 hin. Jo, nehmen wir. Haben wir gemacht. Was soll man dazu noch sagen, Alter? Was ist das für ein Format, Steigen? Ja, ich sehe meine Offensive und frage mich dann immer wieder. Okay, drei Mittelfeldspieler. Linkes ja. ZM die 2. Ja. Mittleres ZM die 12. Oh, ja. Ey, hör auf. Und rechtes ZM die 8. Das ist ja wahrscheinlich ein Stürmer dann gewesen. Ja. Es sieht grün, zwei grüne Links hast du mir gegeben. Nein! Ob das gut ist, weiß ich nicht. Ja, bist du schon nicht. Ne? Schade, nie im Battleship Wager, glaube ich dann. Mann, pass auf, wir machen die komplette Abwehrkette. Den Torwart lassen wir außen vor erstmal. Den machen wir ganz zum Schluss. Linker Verteidiger, die 6. Die 6, linker Verteidiger. Jo, machen wir einfach mal. Linker Innenverteidiger, die 9. Ja. Rechter Innenverteidiger die 11. Wenigstens etwas, sag ich mal so. Rechtsverteidiger die 3. Okay, dann sind wir auch schon fast durch, Alter. Dann sind wir auch schon fast durch. Die 3. Oh. Zack, ist drin. Die 3. Ganz, ganz schwierig hier bei mir, ne? Muss ich ja zugeben. Okay, jetzt haben wir nochmal 4 Positionen bei dir. Da möchte ich gerne auf der linken Seite die 3. Linker Verteidiger. Mhm. Linker Innenverteidiger nehme ich einfach mal die 4. Ja. Dann rechter Innenverteidiger die 10. Ich hoffe, ich habe dein Torwart schon raus, Alter. Das ist wichtig. Das wäre wichtig, wenn dein Torwart schon raus ist. Oh Gott. Ja. Und dann haben wir noch einen übrig. Die 5. Fuck. Oh. Ist sein Torwart schon drin? Der ist schon auf einer Position, wo ich ihn nicht gerne spielen will. Okay. Ja, willkommen im Club. Dann pack die 5 ins Tor. Die 5? Hatte ich die nicht schon eben? Nee, eigentlich nicht. Oh, scheiße. Dann habe ich irgendwas verkehrt gemacht. Man kennt ihn. Ja, erste Mal, das passiert. Ich habe noch die 3 und die 4. Hä? Wo habe ich denn die 5 gehört dann bei dir? Ja, dann kann sein, dass du die 5, die 4. Ich habe aber auch nicht aufgeschrieben, wo die 4 jetzt hinpasst. Ist scheißegal. Dann pack die 4 ins Tor. Okay. Ja, ist eh nicht der Torwart, deswegen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Schlimmes gemacht, Alter. Ach, mein ich sehe schon wieder den Hate kommen. Erste Aufnahme, das passiert. Ja, ich habe auf jeden Fall mein Torwart drin. Es ist ein Innenverteidiger. Die 9 wäre dir schon lieber, oder nicht? Mann. Die 9 wäre dir, glaube ich, schon lieber. Nee. Ja, ich nehme die 9. Ach du Scheiße, Alter. Wie viele? Game Changer, ich habe auf den richtigen Positionen 2 Spieler. Boah, ich hab einen einzigen. Und ich muss es so machen. Ich kann's nicht anders machen. Oh Gott! Okay, ich habe meine beiden Changes gemacht. Hast du gemacht, alles klar. Ja. Dann vervollständige einfach nur deine Bank mit irgendwelchen Randoms und dann lade ich dich ein. So, gehen wir rein! Ich bin auf dein Team gespannt. Ich bin auf. Oh, bei dir sieht's nice aus, aber. Von den Farben her zumindest. Ich wollte zu viel. Ich wollte einfach zu viel und ich krieg die Quittung. Ey. Nein. Ui! Groß! Ich glaub, der wäre gut gekommen. Der hat Bock. Nach wieder Strafe zahlen. Ey! Scheiße! Was ist der denn hier? Let's go, Kontern! Wieso schießt der Torwart? Let's go, Kontern! Ja! Na, oh Gott! Ja, moin, Gerb nein, von Dijk. Nein! 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 Nein!
Digga, was machst du denn da? Das gibt's doch nicht! Spuck ich hier noch den Schreibtisch voll! Hallo? Ey, wie kommt man aber nicht zu tun? Schieß, Junge! Oh. Ja, der war gut, der Schuss. Oh oh. Das war's. Die schießen. Die jo. Schießen, da machst jo. Du kein Bild von. Wo passt der eigentlich hin? Ja! Fuck, First Touch, gepatcht, die ey, gepatcht, ja. Scheiße, ey. Der war aber auch nice, Mann. Ich wollte doch move, dann dachte ich mir, ah nee, du spielst nochmal. Mario Rui. Mario Rui, man kennt ihn. First Touch, Time Finish, boah. Man kennt ihn. Ich krieg, da geh nicht hin. Alter, ich spam hier den Spielerwechsel. Der ist einfach so scheiße. Da müssen wir beide jetzt erstmal Gas geben, Chancen erarbeiten, komm. Ja, wenn das so einfach wäre, ne? Nein, das falsche Eck! Ich hab nur gewartet, bis du den scheiß Keeper moves, Alter! Und ich sag's noch, wir müssen Chancen erarbeiten. Sei doch einfach ruhig, Mann! DeMarcus, Alter. Hau ihn doch rein! Von Dijk, Digga. Oh, es geht in die Verlängerung. Oh Gott, ey! Was ein Trauerspiel hier, ey. Aber Hackenpässe können sie auf einmal. Boah, stark. Ah! Ui! Gelb! Verdammt, der Mann! War das gelb? Das war gelb, jo. Gott, ey, was ein Trauerspiel. Was ein Trauerspiel. Der war... Ich krieg einen Knacks. Oh Gott, Alter. Was ein Spiel hier, du, ehrlich. Ja, Elfmeter schießen, halb. Wenn die so schießen, wie sie spielen, gute Nacht. Nein! Ich bin verloren. Ja! Fuck! Ehrenmann. So. Oh Gott. Das gibt's doch nicht. Immer nach rechts damit. Das kann nicht wahr sein. Ramos! Ab in die Mitte. So, das ist genauso spannend. Schlimm. Das ist genauso schlimm wie das Spiel. Schau dich. Psychologie. Du Drecksack, Alter. Mann! Das gibt's doch nicht, ey! Dreimal hast du nach rechts geschossen. Dreimal ja. Hatte ich ihn. Dreimal. Du hast immer, kommst so der Gegner denkt, du schießt dich nochmal dahin. So, weißt du, jetzt moves du. Freunde, wir gehen jetzt abstoßen. Tim darf einen. Ich stell mal ganz kurz um und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, ich lass stehen, Freunde. Scheißegal. Ich move hier gar nichts mehr. Ich move das nochmal hier. Und dann darfst du mir eine Position nennen. Mach keinen Scheiß. Eine einzige ist halt so das Ding. So, ich habe schon eine Position im Kopf. Da hatte ich mal was Gutes getroffen, bin ich der Meinung. Und ich hau's einfach raus. Bist du ready? Ja. Bist du ready? Ich nehme deinen linken ZM, deinen äußersten links. Oh, ich habe ganz kurz Herzdings gehabt. Warum? Links war auf jeden Fall gut, oder was? Rechter ZM ist Bale. Oh nein. Mitte ist Van Dijk. Die liegen es, die Player of the Month. Und rechts, tut weh. Aber mein Gott, es gibt genug gute Außenverteidiger. Footmiss Van Arnold. Kriegst du halt nie wieder, so ist Ding. Krieg ich halt nie wieder, ne? Ja, das ist es halt. Freunde, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich habe euch das gegeben, was viele, viele wollten. Ein Duell in diesem Ausmaß hier, sage ich jetzt einfach mal. Ich überlasse Tim die letzten Worte. Checkt auf jeden Fall die Folge dort ab. Erster Link in der Beschreibung. Würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Ballert die Kommentare voll, ob die Bombe funktioniert hat. In diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Alle, die sich jetzt hier das Maul zerreißen hier oder nicht mehr mit mir aufnehmen, jetzt ist mir scheißegal, Freunde. Ja, in diesem Sinne, Tim, das Schlusswort. Ja, danke auf jeden Fall für die Einladung. War richtig cool so, hätte ich auch nie gedacht. Und Leute, nehmt euch das als Beispiel. Man kann immer sprechen, man kann sich immer aussprechen und dann auch mal wieder zusammen zum Beispiel aufnehmen oder cool miteinander sein. Ich wünsche euch noch viel Spaß, schönen Tag noch und wir hören uns. Peace out. Ja, solche Fragen wie, mit wem würdest du niemals ein Video aufnehmen oder welche YouTuber sind falsch und hinterlistig? Hast du eigentlich schon jemanden genannt? Möchtest du noch einen anderen auf die Blacklist setzen? Ja, falsch und hinterlistig würde ich Wakes jetzt nicht betiteln. Okay. Aber ich nehme mit ihm halt einfach nichts auf. Ja, also es wird kein Video auch in Zukunft nicht mit ihm auf dem Kanal kommen.
Ich kenne ihn privat nicht, wie gesagt, aber diese eine Aktion damals auf der Gamescom hat mir einfach gereicht, um mir persönlich darüber ein Bild bilden zu können. Ja, vielleicht ist er im Privaten ein feiner Kerl, aber ich habe halt kein Interesse, das herauszufinden, ob er der feine Kerl halt ist. Er soll sein Ding machen, soll mich in Ruhe lassen, ich lasse ihn in Ruhe. Und damit sind wir, denke ich, alle gut bedient. Niemals sag, niemals sag niemals, ganz gleich, was du tust. Niemals sag niemals, mein Freund. Aber ich esse.